Hey Leute, ganz recht herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen War Thunder Video auf meinem Kanal. Wir werden uns, wie ihr im Titel schon erkennen konntet, heute mal dem Thema der Lootboxen in War Thunder widmen. Ganz recht, denn in War Thunder gibt es wie in anderen gut sortierten Spielen auch natürlich Lootboxen. Diese Lootboxen könnt ihr euch im Spiel erspielen, indem ihr einfach das Spiel spielt und euch dabei gut anstellt und ihr als Belohnung dann solche Boxen bekommt. Ihr könnt diese Boxen aber auch alternativ auf dem Marktplatz erwerben. Die Boxen von neueren Patches, die Boxen heißen nämlich immer so wie die Patches, wie zum Beispiel jetzt aktuell Winged Alliance, heißen so auch die Boxen, Winged Alliance. Die könnt ihr auf dem Marktplatz erwerben, die neueren sind günstiger, die kosten so 10 Cent. Die teuersten, die ich bisher gesehen habe, kosteten so 75 Cent pro Box. Der Killer daran ist aber nicht die Box selber, sondern ihr braucht zum Öffnen so einer Box, die ihr hier in eurem Inventar findet, falls ihr nicht wisst, ob ihr schon welche erspielt habt. So ein Schlüssel, das Ding da, das da, kostet 2,48 Euro oder 2,49 Euro, also 2,50 Euro, um eine Truhe zu öffnen, die ihr euch erspielt habt. Ja, ihr habt euch noch nicht mal notwendigerweise die Truhe gekauft, die mit 10 Cent jetzt auch eigentlich nicht weiter zu Buche fällt, aber ne, wir rechnen es mal mit rein. Das bedeutet, für 10 Schlüssel seid ihr 25 Euro los. Das bedeutet aber auch, dass ihr ja, mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Sache herangeht. Und ja, wir werden jetzt herausfinden, zusammen, ob es sich lohnt, solche Lootboxen zu kaufen oder nicht. Denn wir werden jetzt zusammen 10 Boxen des aktuellen Winged Alliance Patches öffnen. Klingt gut, oder? Ja, das ist auch für mich das erste Mal. Dann schauen wir einfach mal. Wir legen direkt los und klicken einfach mal drauf. Ja, verbrauchen. Möchte ich sie öffnen? Ja. Mal sehen, was wir rauskriegen. Ich denke auch mal, dass ich den Großteil von diesen Sachen behalten werde. Aber ich glaube auch nicht, dass ich davon, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass ich davon viel verkaufen werde, sondern ich denke mal, den Großteil werde ich davon erhalten. Coupon. Ein Skin für das Ding. Okay, das ist okay. Das ist okay. Okay. Dann versuchen wir es mal mit der nächsten. Das ist also ein Skin gewesen für die aktuell neu erschienene russische Artillerie. Dann checken wir mal, was jetzt passiert. Wir gönnen uns das Rädchen hier, ne, das uns immer die Illusion gibt, dass das noch nicht entschieden wäre. Tatsächlich ist es aber schon entschieden. Ja, es wird wahrscheinlich das Emblem werden. Ja. Yep. Das Decal zu Winged Alliance. Gut, okay, das ist ja nicht schlecht. Das kann man sich auch an jedes Vehikel heften, wenn man das will. Ja. Aber wir sind natürlich auch auf fette Beute aus. Ja. Wir wollen ja hier schließlich was kriegen. Ansonsten gibt's, kann ich euch auch einen Tipp geben. Wenn es um so Skins und sowas geht, wenn ihr die nicht unbedingt haben wollt, lasst die liegen. Also fasst sie nicht an. Dann nochmal, okay, krass. Denn mit der Zeit werden diese Skins genauso wie die Fahrzeuge ja auch immer mehr wert. Was dann wiederum bedeutet, ihr könnt ja auch noch wieder Gaijin Coins dann irgendwann rausholen. Natürlich sind so einige Sachen beliebter als andere. Aber ja, da muss man dann gucken, was man irgendwie kriegt. Ne? Oh, was wird's jetzt? Was wird's jetzt? Coupon Tempest. Oha! Da haben wir ein Flugzeug erhalten. Sehe ich das richtig? Aha, aha, aha. Ach ne, Tarnanstrich. Okay. Also kein Flugzeug, ein Tarnanstrich. Okay. Tarnanstrich für eine Tempest. Ich glaube, ich habe alle Tempest. Also von der Sache her müsste ich sogar in der Lage sein, das zu fliehen. Schauen wir mal, es geht weiter. Oha, oha. Ah, das Fahrzeug habe ich nicht. Ich glaube, das dahinter habe ich auch nicht. Ah, du hast erhalten einen Coupon. Oh! Ich habe soeben einen Panzer gewonnen und dann auch noch einen echt seltenen. Cool. Finde ich nice. Geil, das ist ja... Oh, ey, wow. Wow. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Geht weiter, es geht weiter. Also sollte das wirklich der Panzer gewesen sein, ne? Holy shit. Wie gesagt, ich habe hier keine Erfahrung mit. Ich werde dann danach auch selber erstmal durchgucken müssen, was hier Phase ist. Und Coupon F104G. Ach, für die italienische. Ja, die habe ich noch nicht. Aber gut zu wissen, werde ich tatsächlich behalten, weil ich bin ein Starfighter-Freund.
Reißen zwar nicht viel hier in War Thunder, aber sie sind halt schön und ich fliege sie gerne. So, was gibt's denn jetzt Schönes, Dickes, hä? Oha, ich denke mal, es wird AMX. Nein! Cool! Das Skin ist nice. Das freut mich, dass ich das gekriegt habe. Finde ich gut. So, drei Kisten haben wir noch. Es geht weiter. Das gute Rodeo. Und weiter geht's. Und was wird's jetzt Schönes? Ja, wir rollen weiter, wir rollen weiter. Es wird ein Skin. Sehr schön. Netter Tarnanstrich. Ich habe die Jaguar zwar nicht, aber ich bin auf dem Weg dahin. Von daher nicht schlimm. Okay, die letzten zwei Kisten. Und wir schauen mal nach. Was gibt's? Was gibt's jetzt? Was kommt jetzt dabei rum? Oh, okay. Ja, bitte, bitte, bitte. Nice. Nice. Finde ich gut. Bin ich dabei? Freut mich. Und weiter geht's. Der letzte. So. Okay. Was wird's jetzt? Was wird es? Ich habe ein Flugzeug erhalten. Ich hab kein Flugzeug erhalten. Ich habe einen Tarnanstrich erhalten. Tarnanstrich, historisch, aber gut. Okay, cool. Super. Das waren jetzt also alle Kisten. Und man muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt, weil ja, wir haben ja ein Fahrzeug-Battle-Rating 5,3. Wenn wir uns da zum Beispiel den Königstiger, nicht den Königstiger. Moment, jetzt gehe ich selber gucken. Wisst ihr was? Wir können das Fahrzeug sogar einmal auf dem Marktplatz suchen. Ich suche das mal fix raus. Moment. Ja, Leute, kurz und bündig. Die Zahlen. Das Fahrzeug wird aktuell auf dem Marktplatz mit 58 Gaijin Coins gehandelt. Das höchste Gebot lag bei 44,60. Im Groben haben wir ungefähr den Wert der investierten 25 Gaijin Coins verdoppelt. Ja, allein durch das Fahrzeug. Da sind die ganzen Skins noch nicht mit reingerechnet. Diese würden sicherlich über die Zeit auch noch Wert generieren. Momentan sicherlich nicht so hoch, weil die Boxen ja momentan sogar noch erspielt werden können. Dementsprechend sind einige Skins natürlich oder die meisten davon sehr, sehr günstig. Das wird sich erst mit der Zeit ergeben, dass die teuer werden. Also wenn man die verkaufen möchte, sollte man sie erstmal liegen lassen. Dennoch möchte ich sagen, sollte man nicht zu viel da rein interpretieren, da dieses Fahrzeug hier einfach Schweineglück war. Das hätte auch ein anderes gutes Fahrzeug sein können oder sonst irgendwas. Aber diese Lootboxen sind natürlich da eher darauf ausgelegt, euch das aus der Tasche zu ziehen, als dass ihr wirklich was davon habt. Das solltet ihr nicht im Hinterkopf behalten. Jetzt bin ich nicht der Papst und werde euch nicht erzählen, dass ihr euch keine Boxen holen sollt, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber bitte achtet darauf, dass es nicht übertreibt und da nicht zu viel Geld reinbuttert. Am Ende des Tages, selbst wenn ihr 5000 Gaijin Coins auf eurem Konto habt, sind es nur Gaijin Coins. Ihr könnt euch davon nur diese Sachen kaufen und nichts anderes. Ja? Gaijin wird euch das nicht als Bargeld auszahlen, damit ihr damit euch ein neues Auto kaufen geht oder einen neuen Rechner oder so. Vergesst das bitte nicht. Gut, das soll dann auch das Ende dieses Videos sein. Das ist das erste Video seiner Art gewesen. Ihr dürft mir gerne unten in den Kommentaren dalassen, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ich werde mindestens noch eins machen, aber ja, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr das auch gerne da nochmal reinschreiben. Ansonsten ist die Kommentarleiste auch für sämtliche anderen Kritikformen, Fragen und Anregungen da. Junge, das Deutsch ist heute weg. ja, ich hoffe einfach mal, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid und gerne mehr sehen möchtet, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.